Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 22 PS5 hier in Ort Ballon. Zum Beenden unserer letzten Mission mit Raps, ne? Glaube ich. Jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Ich denke mal, wir sind hier dabei gewesen, den Raps zu ernten. Hier wendet nämlich gerade der Drescher. Oh, der steht mitten auf der Straße. Den werden wir mal ganz einfach, den haben wir erst abgebunkert, den setzen wir mal hier hinten an. Hier sind jetzt 19.501 Liter drin, 58%. Ich hoffe mal, dass der Rest auch noch reingeht, oder? Sollten wir schon mal ausladen fahren. Schwierige Sache, ne? So, hier müssen wir unseren Mulcher starten. Wir müssen ja dann drüben noch Feld 44, glaube ich. Ja, müsste das doch sein, oder? Genau, 44 müssen wir noch mulchen. Ah, da werden wir sehr viel selber machen müssen vorne, weil das so schräg ist. Selbst wenn wir ihn auch so in der Richtung ansetzen, wie wir jetzt hier fahren, so hoch runter, weiß nicht, ob er das dann oben schafft, ob er da zurechtkommt. So, das Kalken ist eigentlich für diese Saison abgeschlossen. Tja, da wir noch bloß noch eine Saison spielen, hier auf der Karte, denke ich mal, ist das generell abgeschlossen. Ja, achso, gut, es könnte natürlich sein, wir müssen hier auf der 37 oder hier unten noch irgendwo kalken, ja, was unsere Felder sind. Das kann natürlich noch passieren. Ja. Gut, dann machen wir trotzdem den Kalkstreuer erstmal sauber. Auffüllen tun wir erstmal soweit nicht mehr. Den lassen wir erstmal so stehen. Er wird natürlich repariert. Unser Geld wird aufgrund der Reparaturen einfach nicht mehr auf dem Konto, ne? Das nimmt einfach nicht zu. Obwohl wir eine Mission nach der anderen machen. Aber so ist es leider. Reicht es noch bis zum Gewicht? Unser Schlauch, ja, ja, 4 Meter. Sollte passen. Ja, fast wieder wie neu hier, die Reifen. Selbst mit 42 Arbeitsstunden ist ja unser Trecker so gut wie neu, aber wir sollen schon fast komplett lackieren, ne? Da passt irgendwie nicht zusammen. So, wo stellen wir jetzt den Kalkstreuer hin? Da müsste doch hier reinpassen, ne? So wird es natürlich nichts. Oh, nicht so schräg. So. So 7000 Liter. Also 4000 oder 8000 ist jetzt 4000, bitte was über 4000 pro Bahn. Eine Bahn ist es noch. Naja. Das kriege ich noch nicht alles rein. Das passt einfach nicht. Sollen er dann den Berg hochkommen.
Da bleiben 100 Liter übrig, muss man noch retten. Ja, wie viel Liter kriegen wir noch rein? 2000, würde ich sagen, ne? Nicht rein. Punktlandung nennt man sowas, oder? Gut, na mal gucken, ob er oben ankommt. Ne? So müssen wir erst den anderen Trecker noch holen. Also den stellen wir mal hier auf der Straße. Das probieren wir ganz einfach aus. Wir müssen ja hier oben zum Getreidespeicher. Da werden wir hier einen Kurs erstellen. Einfach hier freie Fahrt, dass er hier bis auf die Straße kommt. Einfach hier in die Richtung. Das würde schon reichen. Wenn er überhaupt den Mut hat, dahin zu fahren. Den Berghof. Mal gucken. So, wir packen mal unsere Treffer zusammen, tun mal so, als wüssten wir von nichts, ne? Ups, hier war ja schon einer. So, die große Frage, wo ich die Schneidwerkswagen hingestellt? Das Feld drüben, ne? Oder? War das nicht so? Ja, da drüben steht er doch. So, einmal Schneidwerk abladen und wird's attached. Ne, zu weit hinten abgeladen. Ne, doch. Okay, ging gerade noch. Weil Sachen zu weit hinten abgeladen. Denn Mission. Wenn jetzt keine neue dazugekommen ist, dürfte nichts weiter sein, außer die Gruppern. Das hat man ja überlegt, das wollten wir eigentlich machen, ne? Oder? Ja. Der wollten wir noch zur 19 schicken. Ja, wir fahren erst mit dem hier in zum Hof und dann werden wir den größten Trecker raussuchen, den wir haben, den schicken wir den Gruppe los. Wo fahre ich denn lang? Ja, morgen ist ja nun, ja, morgen ist Feiertag, ne? Da machen wir hier auf der Konsole auch zwei Folgen. Ne? Weil das haben wir einmal so angefangen, dass wir Sonntag, Samstag, Sonntag, so Feiertag, dass wir zwei Folgen machen. Sicherlich könnte ich jetzt so einen PC mehr machen, aber na, eigentlich nicht. Vielleicht streamen wir sogar heute Abend auf dem PC, mal gucken. Also auf Twitch. Und spielen LS auf PC, so, ne?
So, muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wo wir das lange Schneidwerk hinstellen, ne? Denn das werden wir einfach, wenn wir mal hier schauen, also das nehmen wir erstmal an. Den akzeptieren wir schon mal. Und wenn wir mal hier schauen bei den generell wachstumstechnisch, meine sind noch Felder. Aber keine, wo wir. Ja, Sorghum hier so höchstens hier. Feld 4, Feld 9. Ne? Das könnte von der KI noch kommen. Oder 33. Ist ja auch Sorghum hier so. Wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir das noch kriegen hier unten. Gut, ja, trotzdem reparieren ja, müssen wir es nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall waschen. Das machen wir schon. Wenn ich wieder Glas lesen kann an der Seite. Ne? Das sollte reichen. Ja, ist ganz schön kaputt, der Drescher, aber wenn wir den reparieren, das überleben wir finanziell wieder nicht. Wir werden das ganze Gespann hier hinten einfach hinstellen. Erstmal. So, wo ist unser Trecker? Ach du Schande. Hat er sich schon durchgehört im Getriebe. Ja, 14.23 Uhr ingehen, mal sehen, ob er heute noch ankommt. Es ist jetzt nicht so, dass es hier Flachland ist. Ja, wir verursachen schon einen Stau. Okay. Sollen wir winken, dass wir vorbeikommen, dass wir vorne frei ist? Also ja, auch später wollte ich mit abbiegen, weil sagen, eigentlich muss er jetzt ja abbiegen. Ne? Aber wir können hier den Helfer rausnehmen, weil wir fahren gleich selber hier rüber. So, dann gucken wir mal. Wir sind ja jetzt aktuell, wenn wir vorher mal gucken, noch schnell bei der Mission bei 87%. Ne? Wir haben ja schon einen Raps, den wir von der anderen Mission übrig hatten. Haben wir ja schon zu der Mission zugesteuert. Ne? So, dann werden wir das Ganze mal hier abgeben. Ach nee, 5 Minuten. Doch, abgeschlossen. Ach nee. Ist noch nicht genug. Jetzt haben wir es abgeschlossen. Also haben wir 14.000 Liter über an Raps. Jetzt ist die Frage, ob wir es hier, verkaufen oder ob wir woanders hinfahren. Wir kriegen hier 1.556
Das ist auch, ja, Marison kriegen wir 1800. Wir haben 14.000 Liter mit. Bezahlen, also kriegen 300 mehr pro 1000. Nicht ganz 300, bezahlen aber mindestens 1000er an Transport. Ne? Aber das lohnt sich dann schon. Das macht man auch, weil Marison ist ja auch, das wenn wir hier hinten rüberfahren, ums Eck. Ich muss ja mal gucken, wo hier die obere Abladestation ist. Wir stehen hier und müssen dahin. Ne? Ist ja das? Das ist doch die Bahnstation. Nee, das ist Sägewerk. Schreinerei, das ist die Bahnstation. Nee, das ist Kalkstation. Hier ist die Bahnstation, ja. Genau. Und hier können wir auch einen Zug rufen. Also brauchen wir bloß da vorne den Feldweg runter zu donnern. Also bergab fahren. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind es knapp 3000, die wir mehr bekommen. Ne? Abzüglich der 1000 Meter. Ne? Also schon abgezogen. So, mal gucken, dass wir jetzt hier einen Zug gemietet kriegen. Wo ist denn hier? Und ja, der Schaffner. Da kommt er. Junge, halt an. Kann ich noch nicht einsteigen? Jetzt. So, laden muss gleich hier in den. Aha, jetzt hatte ich schon den zweiten Container. Halt, bremsen. So, Raps. Dann gleich hier oben raus. So, 25.000, 107.000. Also die Missionen haben sich schon gelohnt. Ne? Somit reicht es auch für unser Schneidwerk. Ne? Aber ob wir das morgen schon brauchen, der Folge weiß ich noch nicht. Das müssen wir gucken. Denn für heute machen wir ja Schluss. Und dann werden wir auch, denke ich mal, morgen vielleicht noch den. Ups. Den. Den Grupper losschicken, aber dann auch die Nacht überspringen. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.